Namaste, Gang Janine hier. Wie versprochen, Supermond jetzt im... Oh Gott, jetzt muss ich erstmal überlegen, im Skorpion natürlich. Aber natürlich im Skorpion. Skorpion, Tod und Wiedergeburt, okay? Große Potenzial, dass man selber bei sich innen einen Shift erlangt. Wir werden jetzt gucken, okay, was das gerade ist, damit Heilungspotenzial da sein kann, damit einfach in der Liebe etwas Neues, Wundervolles passieren kann. Egal, ob es mit jemand Bestimmten ist oder nicht. Okay, lass uns gucken. Das ist eine ganz, ganz große, tolle Geschichte, die Spirit hier mit uns vorhat. Insofern sehr, sehr gerne, dass ich wirklich zu Herzen nehmen. Okay, ich würde gerne wissen, wo stecken die weiblichen Energien, wo stecken die männlichen Energien. Ich werde es heute ein bisschen getackerter machen, damit wir das in einer halben Stunde beide Energien drin haben. Ja, also ihr wisst, dieser Vollmond, aufpassen mit Kommunikation, ja, nicht den Stachel, den Skorpionstachel rausholen. Es ist eine wundervolle Zeit, wirklich Wut, Ärger, was passiert ist mit jemandem oder mit einem Ex einfach loszulassen. Wir haben so viele gute Energien gerade, die von Mutter Erde und nennen wir es einfach Vater Himmel, ihr wisst, wie ich es meine, ja, von den Lichtwesen, da ist Heilung, geht viel, viel schneller als in den letzten Jahren, ja, also nutzt es bitte, nutzt es. Spirit, liebe geistige Welt, wundervoller, wundervoller Supermond, jetzt im Skorpion, bitte, ich würde gerne wissen, wo stecken jetzt die weiblichen Energien drinnen, dass wir das ganz klar sehen können. Zuerst die weiblichen Energien, bitte. Wo stecken sie gerade drinnen? Manche ein bisschen mehr, manche schon weniger. Hier für diejenigen, die entweder zufällig oder ganz bewusst auf meinem Kanal gelandet sind. Weibliche Energien in Reih und Glied. Das ist die 11. Hier geht es darum, es können zwei Geschichten sein. Entweder du merkst ganz stark, dass du noch die sozialen Regeln sehr stark befolgst. Das heißt, dass du noch sehr angepasst bist. Wie muss ich über bestimmte Situationen denken? Wie muss ich über Liebe denken? Ja. Mädels, das ist die Transformationskarte. Also ich meine, diejenigen, die das Vollmond-Reading angeschaut haben, ja, hallo, Transformation kam als Wort auch. Ja. Sich von der Angst vor Veränderung lösen, finde ich gut. Dieser Vollmond wird dir ganz genau zeigen. Wir schauen dann einfach weiter. Also Transformationskarte, ja, wo befolge ich noch die Regeln? Könnte sein, dass man es dir ein bisschen zeigt. Aber ich glaube, dass sich ganz, ganz viele in den kommenden Wochen sich wirklich von dieser Angst vor Veränderung lösen, ja. Spirit, sei so gut. Männliche Präsenz, bitte. Wo stecken Sie drinnen? Männliche Präsenz. Männliche Präsenz, bitte. Wo stecken Sie drinnen? Also, es könnte auch deine Frage sein, befolge ich noch soziale Regeln? Anpassung einfach von außen. Was erwartet man von mir? Ja? Wir bleiben jetzt heute bei der Liebe, okay? Und ich glaube, dass ganz viele jetzt durch den Vollmond transformiert werden und sich keine Angst mehr haben, wie etwas zustande kommt. Okay, ich bleibe jetzt bei den männlichen Energien kurz. Männliche Energien, Spirit, bitte. Ich will die nur kurz sehen. Neues Leben, okay, lass uns schauen. Auch bei Ihnen natürlich. Okay. Ich habe vor 3 Wochen schon dieses Reading gemacht. Gerne nochmal anhören, es dockt hier an, okay? Verweist und nicht für dich. Ich glaube, dass ganz, ganz viele, und diese Energie spüre ich in diesem Reading auch wieder, dass es meistens um diejenigen geht, bei den männlichen Präsenzen, die verheiratet sind oder in einer langen Bindung sind. Und sie haben die 5 und die 6, das heißt, ihnen geht es überhaupt nicht gut, sie fühlen sich nicht gut, ja? Und Spirit zeigt ihnen ganz genau, was nicht mehr für sie ist. Auch wenn du Single bist, kann es gut möglich sein, dass genau aus dem Grund jetzt jemand nicht kommt oder noch nicht erscheint, ja.
weil diese Person jetzt vielleicht jetzt erstmal durch eine Trennung hindurchgeht. Ob das in ein paar Wochen oder Monaten ist, sei dahingestellt. Aber hier zeigt mir der Spirit ihnen ganz genau zeigt, was ihn nicht mehr für sie ist. Okay? Also, lass uns gucken. Das geht nicht, dann lass uns das einfach erstmal nicht für dich. Also, lass uns gucken, was nämlich wirklich wichtig ist. Das ist auch die Karte von Akzeptanz, ja. Eine Situation, die nicht für ihr höchstes Wohl ist oder noch nicht. Also nichts erzwingen, ja. Und ein Gefühl von Verlust ist es im Grunde genommen. Das ist so ein bisschen diese Identitätskrise, ja, Verunsicherung. Leute, super gerne das Reading davor. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen emotionaler jetzt als das, was ich jetzt heute mache. Heute mache ich es wirklich mehr auf 3D. Okay, beides zusammen ergibt die Geschichte. Also, Identitätskrise, letztes Mal schon gespürt. Spirit. Ich soll erstmal die Affirmation, die verinnerlicht, gelebt werden will, durch den Supermond. Was könnte da als Geschichte kommen für die weiblichen Energien, bitte? Was könnte da als Geschichte aufploppen? Lass uns die mal zusammentun. Was könnte aufploppen, bitte? Das sind die Seelen, Lektionen deiner Seele, Karten. Annehmen. Und Mut für die Ladies. Ich lerne, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ja, speziell bei der Liebe. Es ist jetzt gerade so, alles klar. Ich bin ja immer besser im Vertrauen. Deswegen weiß ich, dass es einen Sinn hat, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Irgendwann werde ich es verstehen, warum diese Situation einfach noch nicht da ist. Da möchte der Vollmond sehr, sehr gerne dich unterstützen, dass du in diesen Glaubenssatz kommst und Mut. In mir finde ich die Kraft der Angst, mit Zuversicht zu begegnen. Also, Vollmond kann Ängste auslösen, habe ich bei dem Vollmond-Reading auch gesagt, gerade dieser Supermond. Und im Grunde genommen ist das Geschenk dahinter, ja, wenn du hinter den Kulissen schaust, wenn du in der fünften Dimension schon ein bisschen das Ganze dir anschauen möchtest, was die Seele definitiv will von dir, ist, dass du Dinge einfach besser annehmen solltest, beziehungsweise dein Liebesleben an sich, ja. Das kannst du jetzt nicht ändern, es wird seinen Grund haben, ja. Ich höre einfach auf, Angst zu haben vor Veränderungen. Ich meine, es ist kein Unfall. In mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen, okay? Spirit, für die männlichen Energien bitte noch. Zuversichtlich sein, okay? Zuversichtlich sein. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Annehmen ist Akzeptanz. Spirit, für die männlichen Energien bitte. Für die männlichen Energien. Was ist die Übung, die Affirmation, die verinnerlicht und gelebt werden will, durch den Vollmond vielleicht sichtbarer? Für die männlichen Energien bitte. Merci. Freundschaft. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Grund in meinem Leben ist. Also, das ist für mich auch die Karte, dass sie ein bisschen ins höhere Bewusstsein gehen. Ja, also nicht nur 3D. Das ist schon die Karte von Bewusstseinserweiterung, dass sie darüber nachdenken. Nicht für dich, wenn sie, dass sie merken, eine bestimmte Situation tut mir jetzt einfach nicht mehr gut. Ja, sie akzeptieren diese Situation einfach. Egal, wo sie gerade drinstecken, in puncto Liebe. Vielleicht fühlen sie sich auch nicht liebenswert. Ja, kann auch gut möglich sein. Lass uns Tacheles reden. Themen, die gelernt werden wollen. Eventuelle Blockaden bei den Frauen. Weibliche Energie bitte. Durch den Vollmond hervorgerufen. Wo befolgen einige noch bestimmte soziale Regeln und Anpassung? Das war spannend. Untreue. Nicht jeder ist untreu, okay? Tu deine Vergangenheit nicht in deine Zukunft, höre ich.
Ja, die neuen Energien sind anders. Das darfst du langsam verstehen. Okay? Und darauf vertrauen. Spirit für die weiblichen Energien, bitte. Welche Themen, eventuelle Blockaden, die weg wollen? Sich neu verlieben und Sinnesfreude. Schaut mal. Mädels, hier, loslassen. Ganz, ganz klare Botschaft in der Liebe. Wenn du bis jetzt noch zuschaust, wird das Vollmond. Und es geht um Liebe mit einem Partner, okay? Potenziell da oder nicht, on, off, wie auch immer. Es geht darum, dass ihr langsam aber sicher oder du die Dinge annehmen darfst, die Angst mal loszulassen. Für einige kann es sein, dass in dem Moment, wo ihr jemanden loslasst, da steht schon jemand, seht ihr das? Da steht schon jemand. Für die anderen kann es sein, dass ihr jemanden loslassen müsst, damit er neu kommen kann. Ja, sie zeigen mir, spannend, habe ich noch nie so gesehen, sie zeigen mir hier jemanden grün. Grün ist ja im Grunde genommen die Herzchakra, ja. Du lässt jemanden los, damit er heilen kann und kommt dann, und das ist lichter, ne, das ist weiß, kommt dann anders wieder zurück. Kann auch gut möglich sein. Aber wenn die Person so weit ist. Also eventuelle Blockaden, manche haben ihr Herz verschlossen von den Mädels. Für Zwischenmenschliches und merken das nicht mal, höre ich gerade. Für die männlichen Energien, bitte, Spirit. Für die männlichen Energien. Eventuelle Blockaden, die weg dürfen. Themen, die gelernt werden wollen durch den Supermond. Ganz, ganz klar. Welches karmische Zyklus will gehen? Also, einiges ist einfach nicht für sie. Ja? Sie dürfen in die Akzeptanz gehen. Sie dürfen verstehen, dass es einen Grund gibt, weswegen sie verwaist sind. Ja. Ja, ja. Fantasievorstellungen. Also keine Aktion. Das ist für mich diese Karte, ja, totale Gegensatz von der Wagen, falls ihr euch mit Tarot auskennt. Ja. Sie liegen da in ihrer Hängematte. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es tut mir nicht leid. Ein bisschen. So, sich auch nicht immer zu viel entschuldigen, ne? Also, sie liegen da in ihrer Hängematte und träumen vor sich hin von Liebe, ja? Tun aber nichts. Sie dürfen jetzt erstmal anfangen zu erkennen, ja, dass eine Freundin oder in dem Punkt eine Beziehung nicht ohne Grund da ist. Entweder sie sollen was lernen, okay? Dass etwas bzw. jemand nicht für sie da ist. Spannend. Was noch, bitte? Noch eine Karte mindestens. Dankeschön. Männliche Energien, bitte. Dankeschön. Die Selbsthingabe und die Falle. Bei denen sind zwei Problemkarten. Die haben wir hier nicht. Also macht ihr euer Ding, Mädels. Ehrlich. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht weiterkommen und sie stagnieren. Das ist zweimal die Stagnationskarte im Grunde genommen, ja, für die kommenden Wochen, Monate. Aber sie kommen ja langsam, ich meine, sie sind verwaist hier. Das ist ihre Challenge auch, zu verstehen, die Nummer 6, zu verstehen, dass bestimmte Sachen nicht mehr für sie gesund sind und gut sind, ja. Und auch nicht irgendetwas erzwingen. Aufpassen für einige von euch, dass ihr es nicht zu sehr erwartet, weil das spürt die Seele und dann wird die Seele ganz sicher nicht weiterkommen. Okay, also nicht erzwingen, dass jemand kommt, dass jemand antwortet, wie auch immer. Das hat auch was bei euch mit Selbstwert zu tun. Okay, nö, okay, willst nicht, hast schon. Wenn nicht, wirst du es merken. Spirit sagt hier, sie sind oder einige von ihnen auf jeden Fall, sie fühlen sich oder werden in diese Energie kommen, dass sie sich einsam fühlen und merken werden, was ihnen gut getan hat, beziehungsweise was nicht.
was nicht für ihn, für sie ist. Okay? Und kommen langsam ins Nachdenken, fühlen sich aber in einer Falle. Wir reden über Punkto Liebe und die Selbsthingabe, ne? Dir, ob du ihn kennst oder nicht, ist egal, sein Herz zu geben. Und es ist kein Unfall. Man muss jemanden loslassen, grün, Herz, damit es heilt. Selbsthingabe. 10 ist aber, dass sie, ne? 10 ist immer, von der 10 geht sofort auf die 1. Das ist Skorpion, Tod und Wiedergeburt. Ja? Sich öffnen, Kommunikation, ehrlich sein. Das müssen sie aber auch erstmal ein bisschen lernen. Ja? Viele hängen da noch in Tagträumen rum und fühlen sich gefangen, sich zu öffnen. Eigentlich ganz, ganz einfach. Spirit, was würdest du gerne den Mädels sagen in Bezug auf Liebe, egal ob jemand da ist oder nicht? Also für euch durch den Vollmond wäre es gut. Es ist so, wie es ist. Ja? Ich habe die Kraft, diese Angst, die ich habe, loszulassen. Nichts anderes ist der Skorpion. Ja? Loszulassen, weil ich auf göttliches Timing vertraue. Wir hatten zweimal göttliches Timing vor 2-3 Wochen, Mädels. Ja. Okay, einfach, das ist, glaube ich, nur so eine Erinnerung. Ja, viele von euch wollen das immer so ein paar Wochen später, auch wenn es die gleichen Botschaften sind, aber es hilft dann doch, gell? Also, Transformationskarte, keine Angst mehr vor der Veränderung, ja, und sein Herz wieder aufmachen, um sich wieder verlieben zu können. Und das ist erstmal der Job. Spirit, sei so gut für die weiblichen Präsenzen hier, für die Ladies hier. Was gibt es für einen Tipp in Bezug auf Liebe, bitte? Oh, sehr unruhig hier. Und durch das Loslassen wird Heilung passieren, ja? Und dann kann man sich auch wieder neu verlieben mit offenem Herzen und kann Sinnesfreude wählen dann auch, ja? So, bitte Tipps durch die Krafttiere, durch Engel und durch die Feen, bitte. Wieder eine bestimmte Gruppe. Schreibt mir doch unten kurz. Ihr müsst ja keinen Roman schreiben, aber ich würde gern wissen, wo steckt ihr gerade? Ist das on-off? Ist derjenige verheiratet oder in einer längeren Beziehung? Wisst ihr, je mehr ihr mit mir kommuniziert, desto gezielter kann ich natürlich Readings machen, Leute. Ich rede mit meiner Kamera, das macht auf Dauer keinen Spaß. Ich brauche wirklich euer Feedback, euer Like, alles einfach. Dann können wir miteinander schöpfen und erschaffen, auch etwas, was wir alle langsam lernen dürfen. Miteinander bitte, ja. Versöhnung. Ich meine, schöner geht's nicht. Hatten wir, glaube ich, bei dem vor 2-3 Wochen das Reading auch. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Also, entweder du weißt schon, wer das ist, wann das ist, kann ich dir nicht sagen. Das sind so die Readings, die ich 1:1, so sieht es ungefähr aus. Falls du dich interessierst, weißt du dann ungefähr, ja, was dir quasi bei mir blüht. Okay? Also schon auch mit Lernaufgaben immer. Also, entweder du kennst die Person schon oder was einige das nicht gedacht haben, ja, Ex-Freund mit 17, 18, ja, viele sind nämlich, haben sich in den letzten Jahren, die Scheidungsrate ist enorm in den letzten 2-3 Jahren gewesen, was mich nicht wundert, was schon prophezeit wurde eigentlich, ganz klar. Die neue Welt möchte eine authentische Art von Liebe haben, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr loslasst, ja, dass ihr nicht in die Bedürftigkeit geht. Ja, also, oder jemand aus deiner Vergangenheit. Mach du deinen Job und dann wird's gut. Also, keine Frage, die sind hier noch ein bisschen am Stagnieren. Müsst ihr nicht. Ihr nicht, ja? Hochzeit, ja, ganz, ganz klar. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Und ich denke, dass da wirklich einige merken werden. Vermutlich, was ich so im Quantenfeld spüre, gerade in dieser Geschichte ist, dass viele Frauen die Männer verlassen werden. Ja, weil es die Männer tatsächlich nicht hinkriegen auch. Okay, das ist eine besondere Gruppe, aber eine wichtige Gruppe, weil diese Dynamik gerade ganz stark da ist.
Hochzeit passt Live-Beziehung und Suchtverhalten. Also, bei den Männern bitte. Tipps der geistigen Welt für die männlichen Präsenzen. Also, Männer, ja, achte auf die Warnsignale. Die Karte hatten wir beim Vollmond im Skorpion. Alles geschlossen, Leute, alles geschlossen. Die Energie, die ich bei den Männern spüre, ist, dass sie ganz langsam wach werden, ganz, ganz langsam verstehen, was hinter den Kulissen ist, dass es nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern dass mehr dahinter ist. Ihr Äußeres wird ihnen präsentieren und ich kann mir gut vorstellen, dass das entweder Familiendynamik ist oder Freundschaft, Beziehung, wie auch immer, dass man ihnen da ganz genau zeigen wird, hier bei dem Glücksgeist steht Nop, ja, nein, Ausrufezeichen, zwei Stück, zwei Ausrufezeichen, ja, und da fühlen sie sich schlecht und dann fangen sie langsam an nachzudenken, noch sind sie gefangen, ja, um ihr Herz aufzumachen, um es weiterzugeben. Die sind für mich ein bisschen in diesem Dark Night of the Soul, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, spüre ich auch seit mehreren Wochen bei ihnen, okay, eigentlich schon Monate, aber die Welle jetzt gerade. Also die Zeichen warnen dich. Tut's auch. Ganz, ganz klar. Ganz, ganz, ganz klar. Und die 5 ist die Challenge. Ja? Gehen Sie vom Verwaisten, vom Schmerz, dass etwas nicht mehr sein soll. Lass uns gucken, in die Herzöffnung oder nicht, ja? In das höhere Bewusstsein, das große Ganze verstehen. Ja, Gespräch von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Zwei Geschichten, die sie mir gerade zeigen. Das eine ist, dass sie mit der Person, mit der sie noch zusammen sind, ehrlich und aufrichtig kommunizieren. Kommunikation. Für diejenigen, die sich erinnern können, bei den männlichen Präsenzen, bei dem letzten Reading vor 3 Wochen, hat es mich in den letzten 3 Minuten mein Halschakra so blockiert, dass ich nicht mehr mit euch reden konnte. Das fand ich mega spannend, noch nie in meinem Leben so arg bei einem Reading gemerkt. Also bei denen ist wirklich Halschakra komplett zu, ja. Halschakra hat immer mit Herzchakra zu tun. Deswegen sagt man auch, es ist wichtig, seine Gefühle auszudrücken. Ansonsten stagniert man innen und man wird hart, man wird echt tot. Ja? Und das ist so ein bisschen auch diese Energie. Ihr wisst, glaube ich, ihr könnt schon fühlen, wie ich es meine. Also Gespräche von Herz zu Herz. Entweder wirklich mit dieser Person, mit der sie noch drinnen sind, aber natürlich, falls du jemanden schon hast und du weißt, dass es zu einem höheren Sinn diese Begegnung ist, ja, dass ihr miteinander irgendwann redet. Aber wie gesagt, er ist noch in der Falle und er träumt noch, ja. Achte auf die Warnsignale. Also hier ist Kommunikation vonnöten. Ob das mit euch ist oder mit jemand anderem, kann ich jetzt nicht sagen. Aber das wäre wichtig. Bei euch ist die Versöhnung auf jeden Fall da. Spirit, welches Krafttier würde gerne zu der weiblichen Präsenz und zur männlichen etwas sagen, bitte? Zu viele. Bei den Ladies Zeit tiefer einzutauchen, etwas, was ich auch gesagt habe, ich wiederhole mich, ne? Vollmond. Es geht nicht um außen gerade. Der Vollmond, dieser Supermond ist eher so ein ganz still sein, bei sich sein. Die Libelle, die Wahrheit überwindet die Täuschung, macht dir mal keine Sorgen. Ja, alles kommt ans Licht, was die Liebe angeht. Übe dich im Loslassen. Okay, Spirit, du bist ja wieder geil, ne? Übe dich im Loslassen. Bitte darum auch. 2-mal, Mädels. Es kommt, wenn es kommt, der Wolf, verwandle Wissen in Weisheit. Wichtig, wichtig, Ladies. Und es ist immer genug vorhanden. Macht euch mal keine Sorgen. Es gibt genug Liebe, es gibt genug von allem da.
genug Ideen, genug Inspirationen, genug Helfershelfer, genug Impulse. Es gibt massig. Macht einfach auf. Es ist eine gute Zeit. Spirit, merci. Das war ganz schön viel. Und für die Jungs, bitte, für die männlichen Präsenzen. Für die männlichen Präsenzen, bitte. Die Krähe. Danke. Ganz klar, sie sind im Dazwischen. Ja, sie hängen noch hinterher, männliche Präsenzen. Es kann auch du als Frau sein. Bitte. Wichtig, ja? Wir sind in der fünften Dimension hier. Wir tun nicht irgendwie Mann-Frau. Das gibt es nicht, Dualität. Ja? Also, bejahe das dazwischen. Der Flamingo, die Fledermaus, die Neugeburt ist gewiss. Definitiv. Macht euch da mal keine Sorgen. Es ist nicht für dich, aber das hat nichts damit zu tun, dass das nicht weitergeht in deinem Leben. Ja, bitte. Wichtig, wichtig, wichtig. Und sei Mitschöpfer an der Seite des Allgeistes. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich bei Ihnen spüre, dass Sie nicht Ihrer Intuition noch sehr trauen, um sich zu öffnen, um Gespräche von Herz zu Herz zu führen und sich auch auszudrücken. Und sein Herz aufzumachen. Bei Ihnen passiert hier einiges in der Liebe. Achte auf die Warnsignale, kann alles Mögliche sein. Ja, wie gesagt, entweder Sie stecken irgendwo noch drinnen und das ist kritisch, keine Frage. Oder es kann natürlich sein, eine kleine Gruppe, was ich höre, dass Sie euch vermissen, klar. Und das merken Sie, dass Sie verwaist sich fühlen. Ja, kann auch gut möglich sein. Wann es eintritt oder. Das kann ich natürlich nicht sagen, aber das ist der Vollmond, hat dieses Potenzial für die Männchen und für die Weibchen. Kommt dieses, bitte lasst los, ganz, ganz wichtiges Thema bei euch. Auch die Versöhnung, dass sie kommt. Spirit sagt euch, lasst los dieses Thema bitte jetzt erstmal bei dem Vollmond. Ja, du hast diese Kraft, dieser Angst mit Zuversicht zu begegnen. Ja, du musst nicht alles nach Plan befolgen. Das Leben ist bunter und da kommen, glaube ich, auch viele von euch immer mehr rein. Spirit, letzte Geschichte bitte, männlich, Entschuldigung, weibliche Energie bitte. Weibliche Energie, letzter Tipp für diejenigen, die wirklich Bock haben, ja, das Leben in all seiner Fülle mal zu erfahren, ne? Sei so gut. Weibliche Energien bitte noch. Letzter Tipp. Und diese Akzeptanz haben die männlichen Energien zweimal. Also weibliche Energien zweimal das Loslassen üben und männliche Energie zweimal die Akzeptanz. Weil die Nummer 6 hier, weiß ich gar nicht mehr, wo die war. Die war doch gerade hier. Ah, nee, entschuldigt. Sorry, sorry, Akzeptanz ist auch für die Frauen. Das ist hier das Loslassen. Bejahe das dazwischen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Tipp für die Ladies. Wenn euch sowas gefällt, ne? Kompromiss, Ausgleichen von männlicher und weiblicher Energie. Wichtig. Okay? Das ist so ein bisschen die Gerechtigkeitskarte. Ja. Öffnet euch für die Fülle. Bitte öffnet euch für die Fülle. In all seinen Formen. In dem Moment flutscht auch die Liebe rein. Nicht als Mangel sehen, Liebe. Okay? Egal, was jetzt gerade ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Für die männlichen Energien bitte. Also, keine Angst mehr haben vor Veränderungen. Okay? Diese Angst mal lösen. Da gibt es genug wundervolle Lichtarbeiter, die euch gerne unterstützen wollen und auch eure Ahnen. Männliche Energie bitte als letzte Geschichte. Welcher Tipp hast du für die männlichen Energien in Bezug auf Liebe? Andere um Hilfe bitten, ihr Problem schlechthin. Ne? Der Klassiker. Man verfährt sich, man würde niemals, niemals jemanden fragen. Das ist komplett 3D-Welt, ja.
Das ist Ego, das ist etwas, was wirklich langsam mehr weg darf. Und die weibliche Energie, die Intuition, einfach so dieses Miteinander, diese Community, das dürfen wir Frauen vorleben einfach auch. Dieses Miteinander, wirklich Miteinander. Ja, jemand tut dir was Gutes, sich bedanken. Und das ist die Energie, die ich bei den Männern spüre, so nö. Und das ist kein Wunder, dass sie sich gefangen halten. Ja, das hatten wir schon mal bei Ihnen, also dass Sie wirklich da einige um Hilfe bitten sollten. Noch irgendetwas bitte für die männlichen Energien? Ja, ne? So dieses Nein. Nö. Nö, ich mache das schon alleine. Irgendwie trage ich das. Und das ist echt eine schwere Bürde auch. Und davon dürfen Sie sich lösen. Das ist männliche Energie, aber das hat nichts, das hat überhaupt nichts mit einem Wesen zu tun, mit einem Menschen. Ja, das ist zu harte Energie einfach, dieses Nein. Kein Wunder, dass sie stagnieren. Es liegt an Ihnen, Mädels. Das liegt nicht an euch, das liegt an Ihnen. Bitte andere um Hilfe, ja? Aufhören mit diesem Nein. Es liegt an dir. Okay, ich würde sagen, Sie merken das, da stagnieren Sie. Deswegen sagt auch Spirit, ey, hier sei Mitschöpfer bitte, arbeite mit deiner Intuition, arbeite mit anderen Menschen einfach, lass dir ein bisschen Inspirationen geben und mach deinen Rhythmus ein bisschen anders als sonst. Die Warnsignale sind da, dir geht's nicht gut, du wirst es im Alleingang nicht schaffen, ja. Das war mit dem Schubkarren, könnt ihr euch erinnern, wo sie alleine da waren und sie hatten die Giraffe nämlich noch als Krafttier, wo die Giraffe gesagt hat, blick mal von oben, ja, behalte den Überblick und das ist hier ein bisschen Wischiwaschi und das ist überhaupt nicht wertend, Leute. Ich lese nur Energien, ich kann nichts dafür. Und bei den Mädels bitte. Die Energien sind viel, viel schöner. Aufpassen gerne, dass ihr nicht zu sehr euch anpasst. Ja, es ist die Transformationskarte. Angst kommt zweimal das Wort. Das heißt, gerne diese Angst loslassen. Fülle. Macht einen Kompromiss. Fülle. Ich tue mich jetzt in der Zeit auf Fülle fokussieren einfach. Ja. Und Spirit sagt dir ja, mach dir keine Sorgen. Okay. Übt das einfach gerne. Beim Vollmond. Ja, meine Lieben, euer Like, euer Kommentar und ihr macht mich glücklich. Ich danke euch, bis bald. Tschüss.